Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der virtuellen Zeitverschwendung, zu einer weiteren, jetzt schon legendären Episode von Giga Games Live on Tape und außerdem auch live aus der New Media Arena hier im schönen, kalten Medienhafen in Düsseldorf. Und alle Leute, die jetzt gerade von MTV rüberschalten, die Ozzy Osbourne-Folge, die jetzt gerade läuft, ist uralt. Ihr braucht sie nicht sehen. Bleibt hier, denn wir lieben euch wirklich. Außerdem haben wir heute wirklich hervorragende Themen. Ich kann damit nur auf meine Themen verweisen, denn meine sind hervorragend genug für alle vier Bereiche. F-Zero, GX, für den GameCube als Vollversion, wir sehen es hier, ist noch eingeschweißt. Ich werde es nachher zum ersten Mal aufmachen. Nein, ich habe es natürlich schon angespielt. Es gibt auch schon einen First Look im Konsolenbereich und den solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Der ist nämlich erstens von mir, zweitens brillant. Mit diesen wahren Worten rolle ich rüber zum Max-Bereich. Und ich habe ja heute erst gesagt, der Max-Bereich rulort sowas von... Krass, die... Also sowas von alles. Ja. Wir wollen ja nicht hier Fäkalien oder Scheiße oder irgendwas in der Art sagen. Nee, nehmen wir nie, weil sowas nehmen wir nicht in den Mund. Rulort sowas von die Socken. Ja. Und morgen bin ich im Max-Bereich. Können wir gleich mal teasen? Können wir gleich mal teasen, ja. Großartig, ein großes UFO-Aftermath-Taktik-Special. Das heißt, ich mache faule Haut on-air. Faule Haut und... Kompetenz. Ich kann eigentlich den Konsolenbereich schmeißen. Können wir mal machen. Morgen gibt's FIFA 2004. Freu dich drauf. Ist der Michael morgen wieder da? Ja, der Michael ist Michael morgen. Ich so, jetzt aber deine Themen. Ja, mein Thema hier, ganz dick, gleich zu sehen und viel und ganz ausführlich getestet, der Alienware Hardcore Mega Monster Show Rechner. Der sieht auch echt fett aus. Ihr seht ihn jetzt nur von hinten, aber der ist von vorne sehr lecker. Seht ihr nachher in aller Ausführlichkeiten. Dann gerade auch brandheiß rausgekommen, Diablo Patch 1.10. Endlich. Seit ungefähr, ich weiß nicht, wie vielen Jahren Leute warten die Leute drauf. Dass es da überhaupt noch Patches gibt, wundert mich schon. Also, die Changeliste ist ungefähr so lang. Das ist wie bei Action Half-Life, wo jetzt erst 1.0 rausgekommen ist. Ungefähr. Half-Life, hallo? Ja, in diesem Sinne roll ich galant rüber zum PC-Bereich. Weißt du, dass ich jetzt bald einen neuen Kollegen bekomme? Den er ist zwar jetzt noch nicht hier. Ich dachte, dass du es vorher verrätst. Oh. Aber ich habe schon ein Bild von ihm. Ich konnte ja nicht wissen, kann man das mal zeigen? Du das ernsthaft machen willst. Aber das ist wirklich sehr das geil. Das ist sehr, sehr cool. Hat der Ulvi aus der Community gemacht. Man kennt ja unsere Autogrammkarten, die sehen so aus. Und dann das hier. Die Babbo-Autogrammkarte. Es ist richtig geil, vor allem. Das finde ich auch mit Rulert richtig, richtig gut. Ist auch mit echtem Fotopapier, gell? Ja. Aber das ist heute ja nicht mein Thema. Mein Thema ist heute Age of Mythology, das Add-on der Titans. Und damit möchte ich gleich einen Aufruf starten, weil ich habe es noch nicht geschafft, einen Titanen zu erschaffen. Da muss man jetzt in Zeitalter hochsteigen und so. Deswegen möchte ich euch bitte, oder ich bitte euch da draußen, mir ein Safe Game zu schicken, wo ihr vielleicht schon den fetten Titanen am Start habt, mit dem ich dann so richtig zukloppen kann. Ich also an felix@giga4u.de schicken. Und aber nicht vergessen, ich mache heute noch Mobile Games, werfe ich heute mal so ein bisschen und zock einen richtig geilen Klassiker namens Tetris. Nee. Den Original Gameboy-Tetris. Was ist das wohl? Ich bin gespannt. Was könnte dieses Tetris wohl sein? So, damit komme ich zu unserem kleinen Außenstudio. Was ihr nicht seht, live. Das wird in sonnigen Kalifornien. Ja, es wird in Wirklichkeit eigentlich, fliege ich ganz schnell hier rüber. Nach Kalifornien. Mensch, wie geht's bei dir? Du hast was gekriegt, oder? Ja, pass auf. Ihr habt vielleicht gemerkt, heute gab es Geschenke. War die Batterie alle? Achso, es geht noch. Das riecht gut. Ja, er ist so gut, die Gitarre spielt ohne ihn. Was geht? Warte, komm, lass her. Hier, pass auf, ich muss mich bedanken. Und zwar bei der Monika Ursin, die mir diese Gitarre unter anderem geschickt hat. Unter anderem diesen Eintracht-Teddybären und ein Paket von Schoko. Nein, Paket kann man nicht sagen. Ich hab's gesehen, ein LKW. Ein Jumbo-Jet, eine Boeing 747. Voll gepackt mit Schokolade und anderen Kleinigkeiten. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich dafür bedanken kann. Wahrscheinlich gar nicht. Die üblichen Nacktbilder. Ja, na gut. Das ist ja eh Standard. Ja. Die sind im Wert auch gesunken. Die hat sie auch so schon bekommen. Ja, also dafür nochmal wirklich danke. Dann muss ich danke sagen, der Nina von die drei beiden, die eine, kann man das vielleicht ganz kurz mal hier in Anschlag nehmen? Eine neue Duke Nukem Forever Gedächtnispflanze. Und die könnte es eventuell schaffen. Guck mal, wirklich ein süßes Pflänzchen. Und ich bin mir sicher, wir kriegen noch einen Baum draus, ist bevor das Spiel kommt. Pflanze, oder? Ja, dieselbe nicht, weil die hat Johannes damals mit Cola gegossen. Ja, dieselbe Art. Ein Gummibaum. So heißen die, glaube ich. Egal. Ich habe auch trotzdem noch ein geiles Thema heute. Und zwar, ja, ich beeile mich. Und zwar habe ich einen Gast, und zwar ist das von dem Clan A-Losers, der Carla. Der hat Counter-Strike-Movies gemacht, ist in der Szene sehr bekannt, hat zum Beispiel dieses spektakuläre, vielleicht hast du es damals gesehen, Matrix-Counter-Strike
Movie gemacht, das sich The One nennt, mit so einem Matrix-Intro. Und der ist heute bei uns zu Gast, erzählt uns, wie er die Movies macht und hat noch spektakuläre Movies mitgebracht. Geil, wirklich geil. Also, wenn ich den sogar kenne vom Namen her, dann hat das was zu bedeuten, weil ich habe gar keine Ahnung echt wirklich bekannt in der Counter-Strike-Szene. Ja. Und großer Filmemacher. Was viel wichtiger ist, der kommt aus demselben Kaff wie meine Oma. Und das ist? Das sage ich jetzt nicht. Oh. Am Ende kriegt meine Oma Briefe und Fanmails und sowas. Ach, die lebt noch. Oma at geheimesland.de. So, ich muss jetzt leider aber schon weg. Es war wie immer ein großer Spaß im E-Sports-Bereich. Jam noch ein bisschen weiter. Hervorragende Themen. Ich glaube, ich brauche nichts mehr dazu sagen. Heute lügen wir euch nicht an, denn heute haben wir wirklich hervorragende Themen. Also bleibt dran, jetzt gleich hier 120 Minuten lang Giga Games. Ja, herzlich willkommen im liebreizenden PC-Bereich und wir legen auch gleich richtig los und zwar mit diesem Add-on zu Age of Mythology The Titans aus dem Hause Microsoft und Ensemble Studios. Das sind ja die Leute, die auch schon für Age of Empires 1 und 2 diese Spiele gemacht haben und damit werden wir gleich loslegen. Ihr könnt mir weiterhin Save-Games schicken, wo ihr vielleicht schon einen Titanen habt, damit ich den auch zeigen kann, denn ich bin heute noch nicht so weit gekommen. Aber wie gesagt, ich muss erst noch etwas anderes erledigen. Ich muss mich bei ein paar Leuten bedanken, die heute hier im Studio waren. Zum einen beim Ulvi, der diese grandiose, ich zeig's jetzt einfach nochmal, diese grandiose Babbo-Autogrammkarte gemacht hat. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Freut natürlich mich und vor allen Dingen Babbo. Ihr wisst schon, das kleine PC-Maskottchen, das den Eddie hier ersetzt hat. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Und dann möchte ich mich noch bei den Zockerweibchen bedanken, die mir dieses Hemd gemacht haben. Ihr alle wisst ja, dass ich ein sehr großer Monkey Island-Fan bin. Und das ist so ziemlich mein Lieblingsspruch aus Monkey Island. Auf der Vorderseite und dann auf der Rückseite muss man noch sagen, gibt es dann diesen dreiköpfigen Affen in der guten alten VGA-Pixel-Grafik. Sehr, sehr schön gemacht. Freut mich natürlich riesig. Natürlich noch danke an all die anderen Leute, die hier waren. Ricarda und ihre Freundin Nicole und die Steffi und das eine Mädchen aus Bayern. Ich weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall danke, dass ihr hier wart. Fand ich echt cool. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir in Age of Mythology, The Titans, das Expansion Pack, das jetzt bereits schon erhältlich ist. Gibt es auch ein kleines Intro gleich dazu, das so ein bisschen was vom Spiel zeigt. Ist ganz nett gemacht. Und das werden wir uns auch gleich mal anschauen. So ein bisschen als Einführung. Ja, das war's. War ziemlich kurz. Kurz und knackig, möchte ich sagen. Aber ihr habt schon einen kleinen Einblick bekommen. Ich meine, die ganzen Age of Mythology-Fans da draußen wissen, worum es geht. Es ist ja alles sehr mythisch angehaucht, deswegen heißt es ja auch Age of Mythology. Aber es gibt noch weitere neue Sachen in diesem Add-on. Und zwar könnte ich euch davon jetzt erzählen, aber ich denke mir noch einfach, warum zeige ich euch das nicht einfach? Indem wir ins Spiel gehen, auf Spielen lernen drücken und dann sehen wir Einführung Atlanta. Das ist nämlich ein neues Volk, das es hier gibt in diesem Spiel und wir können uns das einfach mal anschauen. Dann wird so nahegebracht, was dieses Volk denn nun von den anderen Völkern unterscheidet, was sie denn nun besonders macht und wie die taktisch aufgebaut sind. Wenn Sie die Atlanta befehligen, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Die Ausbildung ihrer Bürger dauert länger und ist kostspieliger. Dafür sammeln und bauen sie aber fast dreimal so schnell wie andere Dorfbewohner. Außerdem benötigen sie beim Sammeln keine Lagerplätze. Atlanta erkunden mit Hilfe von Orakel. Wenn sie sich bewegen, haben Orakel nur eine geringe Sichtweite. Diese erhöht sich aber im Stillstand. Atlanta können jede ihrer regulären Einheiten zu Helden weiterentwickeln. Das kostet natürlich etwas. Einheiten, die zu Helden wurden, verfügen über verbesserte Fähigkeiten und eignen sich besonders für den Kampf gegen mythische Einheiten. Um Gunst zu erhalten, müssen die Atlanta Dorfzentren kontrollieren. Je mehr Dorfzentren sie als Atlanta kontrollieren, umso schneller erhalten sie Gunst. Im Gegensatz zu anderen Kulturen können die Atlanta schon zu Beginn eines Spiels Dorfzentren errichten. Ja, da habt ihr es gesehen. Das sind so die Besonderheiten dieses Volkes, das jetzt neu ist in diesem Add-on. Deswegen würde ich sagen, fangen wir eine neue Kampagne an. Die ist auch ja, relativ umfangreich. 12 Missionen erwarten euch in diesem Spiel. Titanenkampagne. So, ich habe da schon mal mich ein bisschen hervorgekämpft. Ihr seht schon, alle 12 sind schon aufgelistet.
Und wir fangen einfach mal eine neue an, und zwar die erste gleich. Die ist noch relativ simpel. Wie gesagt, ich möchte euch noch mal darauf hinweisen, ihr könnt mir noch mal ein paar Safe Games schicken, wo ihr schon einen richtig fetten Titanen habt, mit dem ich dann so richtig loslegen kann. Weil wie gesagt, ich habe zwar alle hier schon freigeschaltet, aber die habe ich nicht, ja, ich habe ein bisschen, ihr wisst schon, illegal Wir können getweetet. Nicht hierbleiben. Wow. Wir haben nicht genügend Feuer und Bauholz. Auf den Feldern wächst nichts. Und die Wilden werden jeden Tag kühner. Ja, das überspringen wir jetzt mal. So, jetzt sehen wir hier unser Dorf. Das ist das Dorfzentrum. Diese Dorfzentren brauchen wir, wie gesagt, als Atlanta, damit wir in der Gunst der Götter steigen und somit, ja, hier die Götterressource steigt und wir später unsere Helden bekommen. Zum Beispiel könnte ich dann diesen hier in Helden verlangen. Der ist schon ein Held, sieht man hier. Castor, der Held. Ein bisschen näher ranzoomen. Sehr schön. Und zoomen wieder raus. So. Hier haben wir auch schon eine Kaserne, mit der wir ein paar militärische Einheiten bauen können. Aber wie es denn nun wirklich im Gemetzel aussieht, zeige ich euch noch nicht. Das hebe ich mir noch auf. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Vielleicht nochmal auf giga.de klicken in den PC-Bereich. Denn da findet ihr einen Artikel zu dem Add-on Age of Mythology, The Titans. Ich habe heute nicht umsonst diese extrem windschnittige Frisur, denn ich werde mich heute auf Höchstgeschwindigkeitskurse begeben mit F-Zero GX, dem mittlerweile sechsten Teil, ja, ihr habt richtig gehört, sechsten Teil einer ziemlich erfolgreichen Serie, die damals auf dem Super Nintendo gestartet ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, sechster Teil, hat der Kalk gefressen? Nein. Es gibt in Japan F-Zero 2 für Super Nintendo. Und das gab es damals nur downloadbar, also mehr dazu steht im Artikel. Und es gab einen 64DD-Teil, bei dem ihr sogar eigene Strecken designen und abspeichern konntet. Ja, das alles jetzt hier aber nicht, denn das ist mit der neueste Teil der Serie. GX heißt er, und wie er aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich gehe nicht erst lange auf die ganzen einzelnen Menüpunkte ein, sondern zeige euch gleich ein bisschen was vom Spiel. Ja, zum Punkt Charakterdesign muss man nicht viel sagen. Ja, außer vielleicht, Moment, während wir laden, können wir vielleicht ganz kurz mal die Kamera. Liebe Nintendo-Leute, kommt mal her. Kommt mal ein bisschen näher. Euer Charakterdesign ist scheiße. Ihr habt keine Ahnung, wie gute Charaktere auszusehen haben. Das nur an die Jungs in Japan. Also wenn ich hier die Charaktere sehe, es ist zum Heulen, wirklich. Da sehe ich grobschlächtige Bodybuilder-Kollegen mit blauen Leggings, die sich Blue Falcon nennen. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch damit irgendwie outen wollt, aber es ist nicht cool, liebe Entwickler. Lasst es. So, soviel zu den Charakteren, aber die sind auch ziemlich egal, denn im Spiel seht ihr sie nur als relativ kleine Spielversion in ihren Gleitern. Und es geht auch schon ziemlich zur Sache. Ihr seht, wie bei F-Zero X für das Nintendo 64 ist jede Menge los auf der Strecke. In diesem Fall insgesamt 30 Fahrzeuge, die sich mit 60 Frames ohne Probleme, ruckelfrei und auf Wunsch auch in 60-Hertz-Modus bewegen. Das Einzige, was mir direkt von Anfang an aufgefallen ist, gerade im Vergleich zum Vorgänger auf dem N64, dass das Handling ziemlich ruckartig ist. Also viel zu fest eigentlich. Also sobald ich drücke, hänge ich meistens schon an der Bande. Man muss wirklich sehr, sehr aufpassen, sehr, sehr feinfühlig agieren, damit man einigermaßen über die Runden kommt. Und das sprichwörtlich. Aber ich denke, ich meine, ich zocke es ja auch erst seit einem Tag jetzt, aber ich denke, man kann sich da im Laufe der Zeit auf jeden Fall dran gewöhnen. Spaß macht es auf jeden Fall, aber wie gesagt, das Handling bin ich bisher noch nicht so beeindruckt von. Viel spaßiger finde ich da schon die ganzen vielen Gimmicks, die hier auf den Strecken liegen. Ihr habt es ja gerade gesehen, es gibt unter anderem liegen Granaten rum, dann gibt es jede Menge Sprungschanzen, dann natürlich die obligatorischen Turbofelder, über die man fahren muss, um eben Turbo zu bekommen, der Name sagt schon. Wir können aber auch manuell Gas geben, und zwar mit einem speziellen Turbo-Add-on, das jeder Gleiter eigentlich hat. Ihr könnt euch auch eigene Gleiter zusammenbauen. Auf Wunsch gibt es dann da auch unterschiedliche Turbo-Varianten, dazu aber später nochmal mehr. Und das einzig Dumme ist nur am Turbo, sobald ihr ihn einsetzt, zehrt ihr quasi von eurer Schildenergie. Und die Schildenergie braucht ihr natürlich später, um nicht an jeder Bande zu zerschellen. Denn dann ist das Rennen auch ganz schnell vorbei. Wir sehen es jetzt, ich benutze den Turbo einfach mal und sofort zieht es oben rechts meine Energie ab. Und das macht natürlich weitaus weniger Spaß, wenn man dann erstmal in haarigen Gefilden sich versucht hindurchzukämpfen und dann eben ständig wie hier an die Bande knallt, dann zieht nämlich auch Energie ab und irgendwann ist dann halt Schicht. Also man muss immer aufpassen, das ist eine recht nette Idee eigentlich,
in puncto Gameplay, weil man taktisch fahren muss. Man kann eben entweder nur viele, also man kann sich entweder nur viele Crashs erlauben oder man muss eben mit den Turbos vorlieb nehmen und kann sich dann eben so an die Spitze setzen. Also man kann fahren eigentlich, wie man will, kommt aber eigentlich zumindest an diesen Turbofeldern hier nicht vorbei. Wer Erster werden will, muss sie sich merken und muss sie vor allem auch treffen. Natürlich gibt es mitten auf der Strecke ab und zu solche Aufladefelder. Also nicht die, über die ich jetzt hier fahre, wie gesagt, das sind die Turbofelder, sondern die, über die ich vorhin nicht gefahren bin. Die sind so ein bisschen regenbogenfarbig und laden mein Energiefeld wieder auf. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn ihr die Strecke kennt und wisst, wo die jeweiligen Energiefelder zu finden sind. Und das müsst ihr zwangsläufig, um den ersten Platz zu bekommen. Dann könnt ihr euren Turbo natürlich so timen, dass ihr ihn verbraucht, bevor ihr auf diese Felder fahrt. Dann passiert auch nicht viel. Hier zum Beispiel jetzt, das ist genau dieses Feld. Und schon seid ihr wieder voll und schon seid ihr Erster. Ich bin selbst ein klein wenig beeindruckt, muss ich sagen. Ich fahre aber auch auf Easy und ich fahre auch auf die Easy-Strecken. Also ich fahre Easy-Easy, aber ich bin zufrieden damit. Für mich ist das ein großer Sprung. So, das war eine der Strecken. Es gibt, ich glaube, 3x5, nein, 4x5. Da gucken wir gleich mal nach. Ich wollte jetzt nämlich ohnehin in den Hauptbildschirm. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen, die ich in der Minute, die ich jetzt noch habe, ganz schnell mal zeige, damit ihr so ungefähr wisst, was euch alles erwartet. Man sieht nämlich hier eine ganze Menge Auswahlmenüs. Und jetzt gehe ich ganz kurz mal in den Practice-Modus. Hier gibt es also drei einzelne Runden mit jeweils fünf unterschiedlichen Strecken. Wir sind also bei 15. Und unter Customize gibt es einen komplett neuen Button, den ihr, Achtung, das ist jetzt wichtig, auch mit der Automatenversion, die die F-Zero AX heißt. Und da könnt ihr tatsächlich euren eigenen Fuhrpark erstellen und dann via Memory Card in die Arcade übertragen. Und ihr kriegt, während ihr den Story-Modus zum Beispiel spielt oder während ihr den Grand Prix-Modus spielt, kriegt ihr einzelne Punkte, sogenannte Tickets. Und die könnt ihr hier einsetzen zu, das will ich noch zeigen, liebe Regie, denn ihr müsst dann auch mal draufklicken. Ich bin da schon die ganze Zeit in dem Menü. So, könnt ihr in diese unterschiedlichen Fahrzeugteile hier investieren und so euren eigenen Gleiter zusammenbauen. Das war's. Ich glaube, das war das kompetenteste Take dieses Jahres. Ich melde mich ab. Gleich geht's noch mehr von F-Zero GX. Ich hab's ja schon gesagt, aber heute wird's richtigen Klassiker geben hier im Mobile Games Bereich. Und zwar einen richtig wahren Oldschool-Klassiker, den jeder kennt, der sich damals diesen alten Gameboy geholt hat. Und das ist Tetris, denn das Spiel war ja damals schon beigelegt, diesen Gameboy. Und ihr könnt natürlich mehr zu dem Spiel, das ihr auf euer Handy downloaden könnt, im Mobile Games Bereich finden. Einfach hier draufklicken und dann seht ihr schon, ha, da steht es ein bisschen versteckt, muss ich sagen. Klassiker Alarm Tetris. Klickt einfach mal drauf. Seht dann Informationen, wer das alles gemacht hat, wer die Idee zu diesem Spiel hatte. Alexei Paschitnov, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Tut mir leid, falls ich da irgendwas verplappere. Und dann seht ihr auch, wie viel das kostet. 390 Euro plus WAP und GPRS-Verbindungskosten und ist auf dem Sharp GX10, Nokia 3650 und N-Gage spielfähig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins Spiel. Und ich weiß nicht, ob ihr die Musik hören könnt. Es ist wirklich die Originalmucke vom Tetris vom Gameboy. Sehr klasse, die haben ja auch die Originallizenz sich geschnappt. Wie soll das auch anders sein? Sonst dürften sie das Ganze ja auch nicht Tetris nennen. So, wir laden kurz und schon kann es dann auch losgehen. Ihr seht, die Blöcke kommen langsam runter. Mit Tasten 4 und 6 gehe ich nach links und rechts und mit Tasten 1 und 3 kann ich diese Blöcke drehen. Mit der Taste 8 kann ich ihn dann runterschnellen lassen. Neu im Gegensatz zum Gameboy Tetris ist, dass man diese kleine Zielhilfe hat hier unten. Das finde ich ganz nett gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob es dadurch nicht vielleicht ein bisschen zu simpel wird. Ja, und dann rechts seht ihr natürlich, welche Steine denn nun als nächstes kommen. Oh, Tetris, wirklich. Ich liebe dieses Spiel. Und da sieht man schon, so baut man dann die Lines nach und nach ab. So. Sehr schön. Jetzt kommt der Block. Ah, wo mache ich den hin? Ah, dann baue ich mal hier an. Dafür kommt jetzt eine lange Schlange. Die muss natürlich gedreht werden. Und runter. Flop. Natürlich könnten wir es jetzt natürlich taktischer noch ausnutzen und die Steinchen ein bisschen besser platzieren, um dann gleich zwei Lines abzubauen. Wohin? Ja, klar. Ah, Mann! Verdammt! So. Herrlich. Ihr seht schon, das ist gar nicht so leicht. Okay, man könnte es natürlich auch besser machen. Ja.
Wo lang denn noch? Ich brauche eine lange Schlange. Sonst wird das nicht. Na. Okay. Hier runter. So. Wie gesagt, das ist wirklich eine Tragödie, die sich hier gerade abzeichnet. Ich glaube, den Erfinder des Spiels wird es gerade im Grab umdrehen. So. Wie gesagt, ich schlage mich hier nicht wirklich so wacker, aber ich würde sagen, das macht nichts. Wir können auch mal zeigen, wie es dann aussieht, wenn man mal nicht ganz so gut abschneidet. Ich lasse jetzt einfach mal runterrasen. Ja, das ist doch was. So. Tja, meinen Namen zu schreiben hat leider nicht ganz hingehauen. Da muss ich euch leider vertrösten. Aber wie gesagt, ihr findet jede Menge Informationen im Mobile-Games-Bereich, für welches Handy dieses Tetris erhältlich ist, was es kostet. Vergesst nicht drauf zu klicken. Giga.de, Mobile-Games-Bereich, nur für euch. Herzlich willkommen, liebe Freunde des elektronischen Sports. Heute mal wieder Besuch im E-Sports-Bereich und zwar von Michael Walker. Herzlich willkommen. Hallo, Etienne. Die meisten werden dich wahrscheinlich besser kennen als A-Losers Carla. Ja. Ich glaube, du bist der jüngste Gast, den wir je hier hatten. Du bist 15, ne? Ganz genau. Ja, 15, das ist, man muss es den Leuten auch nochmal erklären, das ist ungefähr 6 Jahre mehr als Simons geistige Reife. Ja. Das ist schon was. Der hat ungefähr die Reife eines 9-Jährigen. Schimpansen. Ja. Und insofern sind wir froh, dass der Simon jetzt nicht mehr der Jüngste hier im Studio ist, geistig gesehen. Du bist Movie Maker. Exakt. Oder wie ist der genaue Ausdruck dafür? Ja, Video Developer oder Development bei A-Losers. Oder Video Creator. Oder ja, Creator, so. Maker. Du machst bei den A-Losers, das ist ja einer der bekanntesten deutschen Clans, wirklich dann speziell für diesen Clan nur Movies, Frack-Movies, weiß ich nicht, was es noch für Movies gibt. Ja, Präsentation. Präsentation, Demos und so weiter ganz und so genau. Fort. Wir haben ja schon ein paar Mal welche hier gezeigt. Wir zeigen euch mal ganz kurz einen Ausschnitt von, ich glaube, es ist auch dein bekanntestes, und zwar von The One, damit alle, die noch nie was von dir gehört haben oder gesehen haben, einfach mal wissen, worum es überhaupt geht. Ja? Schauen wir mal kurz rein. Natürlich könnt ihr euch das alles auch bei uns im Download-Bereich runterladen. Und da sehen wir deine Initialen, da sehen wir deinen Namen. Genau. Und jetzt geht's gleich los. Mit einem, ja, ich würde sagen, Matrix angehauchten. Auf jeden Fall. Leicht angehauchten. Orientiert an neuen Schnitten aus Hollywood, so mit dem Timing. It seems that you've been living two lives. Das war ein kleines Wortspiel mit Neo aus Matrix. Security Number. Genau, dem Spieler Neo. Um den es in dem Movie geht. Genau. Einer der besten deutschen Counter-Strike-Spieler, der sich eben auch Neo nennt. Deshalb hat das schon ganz gut gemacht. The other life is lived in computers, where you go by the hacker alias Neo and are guilty of virtually every computer crime we have a law for. One of these lives has a future. One of them does not. Das Ganze mal ab. Wir haben das nämlich schon mal vor 2 Wochen gezeigt. Für alle, die es noch nicht kennen, saugt euch dieses Movie. Das ist nämlich richtig, richtig geil. Ist, glaube ich, eines der bekanntesten Counter-Strike-Movies überhaupt, also auch international. Ja, kann man sagen, auf jeden Fall. Direkt die Frage, wie lange hast du daran gesessen? An dem Video jetzt 5 Wochen, allein 2,5 Wochen am Intro, was wirklich sehr, sehr aufwendig war. Man sieht halt jetzt das fertige Movie, aber es sind wirklich 1000 Schnitte und es war sehr, sehr komplex. Ja, und halt an anderen Movies setze ich, kommt immer drauf an. Also bei The Art of Frack habe ich jetzt 5 Tage gebraucht, aber können es war wir auch direkt extrem. Mal reingucken. Fünf Tage. Ja, 5 Tage. Art of Frack. Ist ein neues Video von dir? Oder ja, relativ neu? Ja, das vorletzte CS-Video, genau. Können wir auch mal kurz reingucken? Daran hast du 5 Tage gesessen. Wie viele Stunden sind da, stecken da so drin? Tag und Nacht? Ja, würde ich schon sagen. Echt? Ja. Es war in den Ferien und ich saß wirklich nur dran. Aber ich hatte es mir auch vorgenommen, so schnell wie möglich dann das Movie zu machen. Es kommt immer darauf an, ob es wirklich Ferien sind oder während der Schulzeit. Ich habe ja nicht immer Zeit, ich habe ja auch noch ein normales Leben. Manchmal.
jetzt auch ein bisschen andere Musik, ein bisschen mehr so Techno-Klassik von Vanessa May. Und es sind jetzt halt Szenen von bekannten Spielern. Das ist auch ganz wichtig immer bei den Movies, die genau. Musikuntermalung. Ne? Ja, also ich würde sagen, Musik macht mindestens 50% aus vom ganzen Feeling von einem Movie. Das auf jeden Fall. Wo holst du deine Inspiration aus? Also ja, Inspiration zur Musik. Ich höre wirklich alles durch, von Klassik bis Hip-Hop. Und Ideen für Movies. Ich gucke selbst sehr viele Filme und achte halt immer drauf, dass in den neuesten Movies auch wirklich Innovation ist und dass man wirklich Akzente setzt. Das klingt nicht immer so gut, aber ich versuche wirklich auf Kritik einzugehen und immer das Beste draus zu machen. Also es ist immer eine Mischung aus Effekten, aber eben auch aus spektakulären Fracks, wie wir zum Beispiel jetzt hier gesehen haben. Wo man wirklich sagen muss, dass bei Fracks schon langsam so ist, dass es nicht mehr besser geht. Ich meine, man kann aus 5 noch 10 Headshots machen, aber irgendwann ist wirklich... Also muss man die Leute mit was anderem überraschen. Ganz genau, ja. Ich will mal ganz kurz zeigen, wir haben einen Artikel dazu natürlich bei uns im E-Sports-Bereich, ganz wichtig. Da findet ihr erstmal Informationen zu den neuen Movies, die wir uns auch später alle noch angucken werden. Zum Beispiel, worauf ich mich sehr freue, das 3D-Morgen-Video. Genau, ganz aktuell, neu. Ja. Könnt ihr euch natürlich auch alle Movies hier nochmal runterladen. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt an den Carla, dann könnt ihr die hier bei den Comments stellen, sind auch schon ganz viele gekommen. Wie macht man so ein Video? Welche Tools braucht man? Wie lange sitzt man an so einem Video? Und so weiter und so fort. All diese Fragen kannst du uns dann gleich nochmal beantworten. Und dann sehen wir gleich noch 3 weitere Videos. Und zwar, wir sehen uns auch mal ein Storytelling-Movie an. Story-Movie, ja. Das ist von der bekannten Core-Reihe aus Deutschland. Und sowas wurde hier noch gar nicht gezeigt on air. Und deswegen ziemlich interessant, es wird wirklich versucht, eine Story zu erzählen. Okay. Ja. Also mal was anderes als diese üblichen Frack-Videos mit. Genau, wo es nur um Fracks geht, genau. Okay, dann sind wir gleich zurück mit neuen Videos aus der Counter-Strike-Szene, dem Carla und natürlich mir. Also bleibt dran, gleich geht's weiter. Die Titanen der Spielebranche, oder eher gesagt nicht der Spielebranche, sondern der Strategiespielebranche. Strategiespielebranche melden sich zurück. Und zwar mit diesem Spiel, ich rede von Ensemble Studios. Und Age of Titans oder Age of Mythology, The Titans, so heißt das Add-on richtig, ist bereits erhältlich. Und ich habe es mir heute mal ein bisschen genau unter den Nagel gerissen. Und es ist wirklich ein fettes, fettes Strategiespiel, muss man sagen. Gerade für alle Age of Mythology-Fans wahrscheinlich genau das Richtige. Denn es gibt ein neues Volk, die Atlanta. Nicht die Leute, die, ihr wisst schon, in Amerika, der Stadt Atlanta, sondern, nein, die Männer und Frauen, die den Untergang von Atlantis überlebt haben, die zocken wir dieses Mal in diesem Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die zweite Mission hinein. Da bin ich nämlich gerade. So, ich habe hier schon ein paar, meine Bürger in Heldeneinheiten verwandelt. Das bringt natürlich den Vorteil, dass sie dadurch schneller abbauen und besser, effizienter arbeiten. Das ist natürlich sehr gewollt, richtig so. Der hier pflückt ja schöne Brachbären, die anderen hacken Holz. Sieht man hier unten, dass ich die ganzen Ressourcen schon habe. Kann jetzt dann, wenn ich hier auf mein Dorfzentrum klicke, was mich in die Gunst der Götter bewegt, jetzt schon aufsteigen und zwar in das nächste Zeitalter. Klicke ich einfach mal drauf. Könnte mir jetzt aussuchen, einen der Untergötter, welchen ich denn will. Ich nehme mal den hier. Denn ich habe heute am Nachmittag die ganze Zeit mit dem anderen gezockt und der hat mir nicht so getaugt, muss ich sagen. Es gibt ja immer diese Untergötter, in denen man sich im Verlauf des Spiels entscheidet. So, da habe ich hier schon ein paar Sachen bekommen, weil ich habe diesen Tempel hier freigeräumt. Ein Behemoth. Die sind auch ganz nett. Die regenerieren sich, glaube ich, auch wieder selbst. Und hier sieht man auch noch ein paar Helden, die könnte ich jetzt auch noch in Helden verwandeln. Dann kämpfen sie ganz effizient. Sehr schön. So, wenn ich dann aufgestiegen bin, kann ich auch hoffentlich endlich mal anfangen, Kriegskasernen zu bauen. Denn ohne die geht gar nichts. Und mit Pforte könnte ich auch bauen, um mich dann dadurch schneller zu bewegen. Aber das muss ich jetzt gar nicht haben. So. Die tun dann mal schon brav weiterarbeiten. Ich kann mir noch ein paar Bürger ausdrucken lassen sozusagen, denn da unten gibt es auch einen Port, mit dem ich dann sozusagen einen Hafen bauen könnte. Jetzt kannst du schon drehen. Und das sind dann hier Tempel, die dann auch dafür zuständig sind, dass ich... Die Angriffe kommen aus einer Schlucht, die zur anderen Seite der Insel führt. Die Griechen haben ein Lager dort. Wir sollten es zerstören. Entschlossen. Da greifen auch schon die Gegner an, aber die haben nicht wirklich viel Chance. Gerade auch die Heldeneinheiten sind da ein bisschen widerstandsfähiger. Die Griechen greifen an! Die Griechen greifen an! Bla 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 bla. Ein Maurer könnte ich mir jetzt auch noch dazustellen. Steht da immer sehr schön da, erhöht die Lebenspunkte von Gebäuden und macht die widerstandsfähiger gegen Schmetterangriffe. Ja, aber die Griechen haben nicht wirklich eine Chance gegen meinen Behemoth. So, jetzt kann ich mir mehr Einheiten bauen. Könnte jetzt natürlich auch noch Kupferpanzer hier zum Beispiel. Ah, das sind ja, ich habe die Waffenspiele gerade gebaut. Aufbessern.
Aber jetzt endlich meine Kaserne hier. Bauen wir einfach mal hier unten her. Mark. Hier, die halt mache ich auch noch zu Helden. Sieht man schon. Das sind nette Effekte, die dann, diese ganzen Lichteffekte, die man sieht, ist wirklich sehr cool gemacht. Die hacken schon was halt an Holz. Der könnte mal ein bisschen mehr Nahrung besorgen. Ich könnte aber auch einfach ein Feld anbauen. Erschlossen. Da muss ich mich nicht immer auf diese ganzen Sträucher verlassen oder Wildtiere, die hier rumlaufen. Produzieren wir mal Masseneinheiten. Können wir schauen, dass wir hier vielleicht schon aufsteigen. Und für was entscheide ich mich hier? Sieht man dann die ganzen mythologischen Einheiten, die man denn nun befehligen könnte? Ich nehme mal den Typ mehr. Der gefällt mir ein bisschen besser. Hier, das ist auch sehr, sehr cool. Kann ich dann einsetzen. Diese göttliche Power hier oben, die verwandelt dann einige meiner Einheiten in Helden. Es gibt natürlich noch andere Power, je nachdem. Immer so eine Art gute Seite, böse Seite. Aber ich würde sagen, wir dringen jetzt mal hier mit dem ein bisschen vor. Außer den Bürger, der bleibt hier. Den Rest kann man schon mal ein bisschen vorrücken. Hier, die bauen schon brav weiter. Da unten sieht man schon auf der Karte hier rechts unten, da ist ein weiteres Dorf. Da könnte ich ein weiteres Dorfzentrum hinbauen, um somit meine Macht auszubauen. Das ist natürlich sehr geschickt. Sollte man im späteren Verlauf des Spiels auf jeden Fall machen. Gerade wenn man als dieses Volk spielt, ist das sehr von Notwendigkeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen auf Attacke. You see? Jungs, Skorbosto. Aber ich will auch endlich mal jetzt ein paar... Was wollte ich denn genau? Hier können wir die Stadt zum Beispiel noch festigen. Burek, Yuzi. Burek. Und einen Tempel müssen wir natürlich auch noch bauen. Ups, nee, den habe ich noch gar nicht zur Verfügung. Das ist das Problem. Die Himmelspforte will ich ja gar nicht. Tempel habe ich gar nicht. Burek. Mark. Die Reiter haben natürlich keine Wahl. Keine Chance gegen unsere Helden hier. Verdammt, die gehen ja auch mit runter. Ich glaube, ich schicke jetzt mal einfach alle hier gegen zu diesem Volk, damit die ein bisschen hier Unruhe stiften. Ist das alles hier ein bisschen zu friedlich? Ja, ich habe schon in den Comments von euch gelesen, dass ihr, einige von euch, die dieses Addon bereits haben, finden, dass die Kampagnen nicht so gut gelöst sind, dass die im Hauptprogramm besser sind. Und etwas langweilig sind hier in diesem Addon, kann ich jetzt noch nicht so richtig behaupten, da ich das Hauptprogramm nicht so richtig gespielt habe, muss ich auch dazu sagen. Deswegen kann ich das nicht so sagen. Ja. Ich glaube, das Dorf sollte nicht viel Widerstand leisten, denn die werden mir einfach überrennen mit unseren fetten Behemoths und unseren Helden. Ist das wirklich kein Problem? Ja, ihr werdet gleich noch eine Menge mehr sehen von Age of Titans. Dann werde ich vielleicht unter anderem auch den kanadischen Laserbären hervorholen und den Gabeljungen. Falls euch das interessiert, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Und falls euch Age of Mythology The Titans interessiert, solltet ihr auf giga.de klicken in den PC-Bereich, denn da gibt es einen netten Artikel dazu. Mea culpa, und das gleich in zwei Fällen heute bei F-Zero GX für den GameCube, denn ich habe im letzten Tag so viel geschwafelt, dass mir zwei kleine Fehler unterlaufen sind. Zum einen habe ich ja einfach mal so angenommen, Mathe-Grundkurs, dass drei Cups aller fünf Strecken 15 ergeben. Stimmt soweit auch. Allerdings kann man noch mehr Cups freispielen, was letztendlich die Zahl auf insgesamt 25 Strecken erhöht. Außerdem gibt es noch eine Strecke, die normalerweise nur in der Automatenversion verfügbar ist, aber nur, wenn man wiederum alles, ratzefatz alles, man kennt das ja von Nintendo, durchgespielt hat. Also, das noch als kleinen Tipp. Außerdem, zweites Mea Culpa an der Stelle, heißt der hässliche Charakter, der offensichtlich der Hauptcharakter sein soll bei GeForce FX. Warum habe ich es denn die ganze Zeit mit diesem Ding? Bei F-Zero GX, der Hauptcharakter heißt Captain Falcon und nicht Blue Falcon. Blue Falcon heißt nämlich, man glaubt es kaum, sein hässliches blaues Gleiterfahrzeug. Was auch immer. Ja, so viel zum Nerdwissen direkt aus dem Commons-Bereich. An der Stelle nochmal ein kleines Dankeschön. Hier sind wir jetzt im Fahrzeug-Auswahlmenü. Und da ist noch relativ wenig los insgesamt. 40 oder 41 Fahrzeuge soll es geben, 30 sind immer auf der Strecke und das hier ist jetzt einer, den ich mir selbst zusammengebaut habe, aus Einzelteilen, die ich gekauft habe. Und damit gehen wir jetzt auch gleich ins Spiel. Hier sehen wir noch mal ganz kurz, dass wir ja das Verhältnis zwischen Beschleunigung und Hauptgeschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit selbst einstellen können.
Kennen wir auch schon, gab es vorher auch schon. Ist auch ganz nett, aber im Grunde braucht man eigentlich meiner Meinung nach nur die maximale Höchstgeschwindigkeit. Also man sollte gucken, dass man seine Gleiter dementsprechend tunt. Das hier ist jetzt Port Town, auch eine Strecke aus der zweiten Cup-Reihe. Also schon etwas schwieriger vom Design her, allerdings nicht wirklich vom Schwierigkeitsgrad her. Zumindest nicht auf dem Schwierigkeitsgrad, mit dem ich spiele. Und was hier anders ist in diesem Trainingsmodus im Vergleich zum eigentlichen Wettkampfmodus, ihr könnt von Anfang an euren Turbo einsetzen. Ich habe es vorhin ja schon erzählt, es gibt sowohl diese Streckenturbos, über die ich jetzt gerade fahre oder versuche zu fahren, als auch eine Art eigener Energieturbo, der an eurer Schildenergie zehrt, aber sehr, sehr praktisch ist, wenn man kurzfristig die Führung übernehmen will, so wie hier, oder zumindest versucht, ebenfalls wie hier. Außerdem gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Kameraperspektiven. Die sind teilweise, ja, mehr schlecht als recht, aber was will man machen? Es ist nun mal ein recht schnelles Spiel, da bringt einem die Ego-Perspektive eher wenig. Auch wenn sie hier jetzt zugegebenermaßen doch schon sogar ziemlich übersichtlich ist und auch ziemlich viel Spaß macht. Aber das sollte man wirklich erst machen, wenn man mehr oder weniger professionell F-Zero spielt. Ansonsten passiert sowas wie hier. Was auch immer das war, Hilfe. Ja, jetzt muss ich wieder langsam den Rhythmus reinkriegen. Ganz nett, dass hier überall wirklich auch Hindernisse sind. Und ihr seht, ich habe ja wirklich nur noch wenig Energie. Jetzt muss ich hier ganz schnell durch. Ja, ich glaube, ich stelle doch besser wieder zurück. Da sehen wir auch viel schöner, dass mein Fahrzeug ganz nah am Exodus stand eben, denn ich habe die Energie mit den Turbos vollkommen aufgebraucht und ein einziger Crash hätte dann wahrscheinlich sogar das Ende bedeutet. Jetzt kann ich es aber wieder einigermaßen hier aufholen. Letztendlich geht es wirklich bei F-Zero die ganze Zeit hin und her. Mal seid ihr Erster, ohne Probleme werdet ihr auch an die Spitze kommen. Dann aber haut es euch einmal gegen die Bande und schon seid ihr ohne Probleme Fünfter oder Zehnter. Baut ihr dann auch noch einen zweiten Fehler, dann seid ihr ganz schnell wieder an allerletzter Stelle. Und im Grunde muss man es eigentlich so timen, dass man seinen Turbo einigermaßen aufhebt, also seinen eigenen Energieturbo, bis man kurz vorm Ende ist und dann nochmal richtig reinhauen. Dann reicht es meistens bis zum Ziel für den ersten Platz. Denn man sieht, ich gebe jetzt hier wirklich Turbo und komme einfach nicht am ersten vorbei. Liegt auch daran, weil er etwas besser spielt und alle Energie und Turbo platziert kriegt. Wow. Und ich natürlich hier ständig überall gegenfahre und wahrscheinlich gleich erledigt bin. Das könnte eng werden, hat aber gerade noch so gereicht, aber jetzt dann doch nicht mehr. Zum Glück habe ich dieses Helfen bzw. Aufsammeln eingestellt. Da kriege ich auch gleich noch ein bisschen Energie zusätzlich, was natürlich ganz nett ist. So, mal gucken, was haben wir noch an Kameraperspektiven hier. Eine etwas weitere, auch sehr nett. Aber für meine Ansichten etwas zu unübersichtlich, weil man einfach nicht direkt den Blick auf die Strecke hat, sondern wirklich nur mehr oder weniger aufs Fahrzeug und aufs Konkurrentenfeld. Und es gibt im Comments-Bereich tatsächlich schon einige Besitzer der Japan-Version, die tatsächlich behaupten, dass in der Japan-Version das Handling, das ich hier ja so ein bisschen kritisiere, wesentlich besser wäre. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, da ich die Version bisher noch nicht gespielt habe. Ich bin mal gespannt. Es gibt ja mit Sicherheit einige Leute, die auch die Japan-Version schon gespielt haben. Die sollten sich vielleicht mal melden und im Comments-Bereich rühren und was dazu sagen. Denn so, wenn man hier mal guckt, naja, das Handling ist mir ein wenig zu hektisch. Man hat ein bisschen zu wenig Kontrolle über das Fahrzeug. Und laut einigen Kommentaren, die halt hier zugeguckt haben und meinen, das wäre anders, ist es angeblich auch anders. Ich bin gespannt, schreibt in den Kommentarbereich und im nächsten Take gucken wir uns dann einmal ein wenig den Multiplayer-Modus an und der werde ich natürlich ordentlich ruloren, also seid dabei, gleich hier mehr zu F-Zero GXOR. Für all die Leute da draußen, die das noch nicht wissen, es gibt sowas wie das Internet und wir haben sogar eine Homepage, auf die gehen wir jetzt gleich mal giga.de und wir gucken doch gleich mal in den PC-Bereich. Da findet ihr nämlich jede Menge Infos. Zum einen Age of Mythology, The Titans angezockt. Einen kleinen First Look zu diesem Add-on, das bereits erhältlich ist. Aber es gibt auch noch neue Screenshots zu Stalker, dem Shooter aus Russland, der durchaus Doom 3, Half-Life 2 und Co. Konkurrenz machen könnte. Sieht sehr, sehr schnieke aus, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Unter anderem findet ihr aber dort noch Peter Molyneux, Doctor, Leisure Suit Larry, Story Infos und Halo vielleicht doch mit einem Co-op-Modus.
Das sind natürlich ganz große News, denn wie ich finde, sollte so ein Koop-Modus im Spiel drin sein. Und nicht zu vergessen, der Vote. Wie gefällt euch das neue Age of Mythology Add-on? Klasse, macht richtig Spaß, ganz gut, hätte aber besser sein können. Age of Mythology interessiert mich nicht und wir gucken uns mal das Ergebnis an. Ja, über die Hälfte von euch interessiert Age of Mythology nicht so richtig. Kann ich leider nicht verstehen, da das Spiel ja doch bei den Strategieleuten sehr, sehr beliebt ist und ein sehr, sehr gutes Strategiespiel einfach ist. Deswegen kommen wir jetzt auch gleich zurück zum Game und ja, ich habe da jetzt mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein Savegame bekommen. Verdammt, den wollte ich noch grüßen. Mache ich am Ende der Sendung. Oder der Simon macht das dann am Ende der Sendung auf jeden Fall. Der grüßt dann jemanden für mich. Oder wer ist denn der Host heute? Der Simon, genau. Und der hat mir einen Spielstand geschickt mit einem Titanen. Und den werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Und ich habe noch nicht nur Titanen, nein, ich habe auch noch ein paar spezielle Einheiten, die sehr, sehr cool sind, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Hier, da sehen wir sie. Das hier ist der Gabeljunge. Dann haben wir hier, sehr schön, das fliegende purpurrote Nilpferd, das einen Schatten in Form eines Herzens wirft. Hier haben wir den Titan, das ist diese Einheit. Die kommt dann hier raus, den muss man im Dorfzentrum erforschen und kann dann diese Titanenpforte erbauen. Da sieht man hier, finde ich sehr, sehr cool, den Laserbär. Er hat auch zwei Affen und er hat die Kanada-Flagge hinten drauf. Sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, mit den Jungs gehen wir jetzt mal fett auf Angriff. Achtet vor allen Dingen mal auf die Hippos, wenn sie durch die Luft fliegen. Sieht sehr, sehr nett aus. Samvikt. Oh, sie machen kleine Regenbögen. Ich würde sagen, wir greifen jetzt einfach mal das Camp des Gegners an. Können wir schauen, wie die Hippos da schon hinfliegen. Sehr schön. Ah. Wann greifen wir denn hier an? Hier. Das Dorfzentrum. Wieso wollen sie es nicht angreifen? Ihr will. Oh Mann, das ist gar keine Karte, wo man gegeneinander battelt. Tja, das habe ich wohl ein bisschen zu spät gemerkt. Da wollte ich doch euch glatt einen fetten Endfight zeigen. Und dann geht es eigentlich nur darum, wahrscheinlich hier diese einzelnen... Weil das ist jetzt keine Karte aus dem Kampagnenmodus. Das ist schade. Das finde ich jetzt äußerst ärgerlich, muss ich sagen. Ja, wir können trotzdem mal zeigen. Sehr, sehr nett, auch wenn der Titan jedes Mal aufkommt, wie die Erde dann so ein bisschen bebt. Ich kann auch sehen, wie viel Panzerung der hat und so. Oh Mann, ich wollte jetzt so richtig schön auf die Kacke hier hauen. Werde ich mir leider nicht machen können. Ja, hier sieht man auch die ganzen anderen Helden, die man zum Beispiel zur Verfügung hat. Und der Laserbär, der ist blitzschnell unterwegs, muss man sagen. Ist auch sehr cool, wenn er kämpft, dann schießt der Laser aus seinen Augen. Das wären wahrscheinlich die Feinde gewesen. Yep. Das waren eher meine Verbündeten. Ja, wir können die doch mal dahinter schicken. Die Laserbären können wir schon mal vorschicken. Den kann man überhaupt nicht hinterherflitzen, so schnell ist der. Ah. Das sieht doch einfach klasse aus. Der macht alles platt. Ja, bis die sich mal da bewegen, das dauert wahrscheinlich noch. Ich hätte euch so noch gern noch den kleinen Gabeljungen gezeigt. Skipper, ja. Und vor allem den Titan, wie der ordentlich draufhaut. Tja, so ist es leider nur beim Laserbären geblieben, muss ich sagen. Der hier so ein bisschen aufräumt, aber auch nicht so richtig. Es ist eher ein bisschen kläglich. Wir können hier mal gegen den hier kämpfen lassen. Okay, das war auch nicht gerade eine wahre Heldentat, gegen so einzelne Bürger zu kämpfen. Gibt es denn hier keine Armee, die ich angreifen kann? Doch, jetzt hier. Mal schauen, wie der... Jetzt fehlt noch so richtige 70er funky Disco-Mucke, um das Ganze zu komplettieren. Hier sieht man auch eine der mythischen Einheiten des Feindes. Ja, die macht sich lang. Wie gesagt, lest doch einfach im PC-Bereich auf giga.de den kleinen Artikel durch zu Age of Mythology, dem Add-on. Da findet ihr jede Menge Informationen. Und das Spiel ist bereits erhältlich. Falls ihr ein Age of Mythology-Fan seid, kommt ihr an den Ding, glaube ich, nicht vorbei. Ja, das war's erstmal von mir. Also, macht's gut. Carla vom Clan A-Losers weiterhin bei uns zu Gast. Einer der prominentesten Movie-Maker, nicht nur in der Counter-Strike-Szene, haben wir ja jetzt festgestellt, dass er ganz viele Sachen gemacht. Da wollen wir nicht drauf reduzieren. Wir haben ganz viele Fragen von Leuten gekriegt, die natürlich jetzt auch Lust haben, mal irgendwie so ein Movie zu machen. Wie funktioniert das überhaupt? Erstmal, seit wann machst du das? Welche Tools benutzt du und hast du irgendwelche Tipps? Also ich mache das seit circa 1,5 Jahren. In der Szene bin ich schon seit 99, aber Movies seit 1,5 Jahren. Und jetzt das Schnittprogramm, mit dem ich arbeite, ist Yulit Media Studio.
Und ich kann aber jedem auch Adobe Premiere empfehlen. Für Fortgeschrittene dann After Effects. Und von einem Freund habe ich jetzt gehört, dass Vegas Video auch ganz gut ist. Da muss man halt so gucken, was einem wirklich liegt. Jolie benutzen nicht wirklich viele Leute. Nur ich habe mich daran gewöhnt, ich kann damit umgehen und deswegen arbeite ich damit. Auch wenn viele sagen, also, das ist nicht so gut. Jetzt erwarte ich aber ein fettes Softwarepaket von den angesprochenen Firmen, ja, für genau. Die wir jetzt ja erstmal ordentlich Werbung gemacht haben. Aber vor allen Dingen, wenn man noch gar nicht weiß, wie es geht, dann gibt es auch eine ganz gute Seite, genau, wo man sich informieren kann. Planet-Videos.com. Genau, haben wir auch drauf verlinkt. Genau, gibt es Links, Tutorials zu allen gängigen Spielen und Programmen. Es dürfte kein Problem sein, wenn man immer noch Support sucht. Kann man im IRC, in Raute Planet Videos, Support bekommen oder auch im Forum auf der Homepage, das ist gar kein Problem. Der Matrix-Effekt zum Beispiel. Wird hier also wirklich genau erklärt, wie was ganz funktioniert. Ganz genau, ja. Und, Schritt für Schritt, sehr gut gemacht, auch für es Anfänger. Es gibt ein Forum, glaube ich, auch und man kann sich oder im Channel auch noch, hier sieht man es auch nochmal im QNET, informieren. Ja. Und auf deiner Seite gibt es auch eine E-Mail-Adresse, da ganz kann man genau. Dich auch kontaktieren. Also wenn ihr Fragen habt und auch mal sowas machen wollt, dann nutzt die Gelegenheit und vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch einfach eine Learning-by-Doing-Sache. Man muss einfach ein bisschen natürlich, machen. Ich bin auch durchs Ausprobieren halt wirklich... Hast du mal so einen Überblick, wie viele Movies du insgesamt gemacht hast? Sagen wir mal 20 oder so. Ja, ist ja schon. Ja, klar. Da steckt ja viel Zeit drin. Projekte zurzeit in Arbeit? Ja, also ich kann schon so viel verraten. Es gibt einen Ordner, der Restock 4 heißt, auf meiner Festplatte. Und da sind auch schon Demos drin und es wird in absehbarer Zeit wirklich was kommen. Restock 4, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, genau. Und vor allem für A-Losers, das neueste Projekt, wird ein CS-Video sein, mit fetten Renderings wieder. Ja, das ist im Moment so, an was ich arbeite. Man muss halt sehen, was immer dazwischen kommt und die Schule nicht so viel dazwischen funkt. Aber ansonsten bin ich am Werkeln. Gut, gut. Dann würde ich sagen, spannen wir jetzt unsere Zuschauer nicht weiter genau. Auf die Folter, sondern schauen uns jetzt mal das Movie an vom Clan, also es ist ja nicht vom Clan 3D, es ist über den Clan 3D, beziehungsweise über einen Spieler, und zwar morgen. Einer der besten Counter-Strike-Spieler der Welt, kann man, glaube ich, auf jeden Fall schon so sagen. Und das Movie ist ganz, ganz neu, ich glaube, eine Woche alt oder so, aber... Ja, ein paar Tage. Und die meisten Mirrors sind down, deswegen exklusiv bei Giga im Prinzip jetzt. Sozusagen. Also wenn ihr noch irgendwo anders einen Mirror findet, dann löscht ihn. Genau, ja? So. Vernichtet ihn. Hier ist das Movie, wir sind so lang ruhig für die 2 Minuten und melden uns gleich zurück. Viel Spaß mit dem Movie. Wow, da kann ich nur sagen, wow,
Da fällt mir nichts mehr anderes ein. Was sagst du dazu? Ja, wirklich klasse Movie. Auch die Renderings, besonders die Kamerafahrten und die Projektile. Cool. Ja, es ist wirklich ein Haufen Arbeit, weil die Szene aus der Map wird nachgemappt in Cinema 4D oder in 3D Max und wirklich so bearbeitet und geskriptet mit der Kamerafahrt und dann so gerendert. Also sehr aufwendig. Auf jeden Fall sehr aufwendig. Ganz kurz, ich wollte noch mal ganz schnell das Intro zu Restock 3 zeigen, weil Restock 4 ist in der Mache. Ja. Und deshalb noch mal ganz kurz. Es ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich finde es ziemlich geil, weil du da auch mit Elementen aus Filmen bzw. von DVDs dann arbeitest. Genau. Also nimmst du eine DVD von einem Film. In dem Fall ist das Staatsfall Nummer 1 mit Will Smith. Und ja, nehm einfach sehr raus. Genau, und versuch die halt im guten Zusammenspiel zu bringen mit den CS-Szenen. Das ist auch mal wieder, also was Kreatives einfach wieder, ja? Natürlich, genau. Wieder was Neues. Und da sehen wir dann eben immer wieder ein paar kurze Szenen aus dem Film hier. Sehr coole Sache. Ihr könnt euch, wie gesagt, alle Movies, die wir heute gezeigt haben, bei uns runterladen. Wir müssen leider schon wieder zum Ende kommen. Ich könnte mir stundenlang angucken. Ja, ja. Vielleicht sehen wir uns wieder, wenn du Restock 4 fertig hast. Dann wir an der gleichen Stelle. Okay. Und wehe, ich bin nicht dabei. Also, kein Problem. Du weißt schon, wie ich meine. Ja. Weitere Infos zum Thema Carla und die Movies findet ihr natürlich bei uns im E-Sports-Bereich. Ihr kriegt vielleicht schon mit, heute geht's rund bei uns. Wir haben nämlich den Multiplayer-Modus ausgepackt. Halt! Also erstmal, das hier ist das Chef-Pad gehört dem Chef. So, da ist eins. Du kannst das Pussy-Pad daneben. Bevor wir anfangen, will ich noch... Ruhe. Bevor wir anfangen, will ich noch schnell was vorlesen, nämlich von Kanalkriecher übrigens. Total toller Nick. Und da geht es um die Steuerung. Ich habe ja gemutmaßt, dass eventuell in der europäischen Version die Steuerung ein wenig anders ist. Und der hat angeblich beide Versionen und schreibt, dass die Steuerung in der japanischen Version wesentlich besser als in der PAL-Version ist, da sie bei weitem nicht so hakelig und anfällig ist. Kann ich natürlich jetzt nicht bestätigen. Ich kann es nur weitertragen. Ich kann es auch nicht bestätigen. Ja. Steuerung A und Y ist Turbo. Okay. Aber der Turbo geht auf eure Schildenergie. Schießen? Wave Zero? War ein Test. Ja. Er hat es wirklich gespielt. Schnack, schnack. So, entscheidet euch für einen aus der äußerst hässlichen Charakterriege. Der eine sieht aus wie Ninja Turtles. Ich habe alle aus wie Ninja Turtles. Irgendeinen genommen. Okay, einer muss noch drücken. Felix. Ich hab doch schon gedrückt. Probiert's doch einfach aus, Jungs. Hey, hab schon gedrückt. Du? Nee, bist du's. Ich hab schon gedrückt. Also ich hab auch, ich okay, hab den gelben gewählt. Och Leute, daran kannst du jetzt nicht hängen, oder? Dass hier keiner von euch... Ich kann wieder lösen. Wer ist denn da rosa? Wer ist denn da oben? Wer ist denn rosa? Es sind zwei auf einen Fleck. Es muss mal einer nach rechts gehen. Es kann bitte zwei irgendjemand jetzt hier mal... Geh mal einer nach rechts. Mach mal nach rechts jetzt hier. Geh du doch nach rechts. Geh halt einer... Du und du seid auf einem. Noch einer nach rechts, da bin ich drauf. Jawohl. Kann jetzt bitte mal einer machen? Jetzt auch drücken beide. Ich, wie gesagt, ich kann dazu nur sagen, dass ich schon längst hier eigentlich gedrückt habe. Also ich bin gelb, deshalb kann ich nicht sein. Drück doch mal. Ja! Es ist Simons Joypad. Es ist dein echtes Joypad, das kann doch jetzt nicht kaputt sein. Ah. Mann, ey. Das nervt mich jetzt gerade. Das ist Live-Fernsehen. Eben gerade lief alles noch. Sieht der Schalter aus? Nein, ich weiß, woran es liegt. Der Kanal hat sich verstellt. Der Kanal hat sich verstellt. War wohl der Kanalkriecher, was? Tolle Vorbereitung, wirklich, ey. Mit sowas muss ich hier tagtäglich mich beschäftigen. Ja, der geht immer noch. Kanal hat sich verstellt. Kanal verstellt, jetzt. Joypad ist kaputt. Ja, kann ich jetzt wieder runter, Simon. Springen. Ja, wenn es jetzt nicht geht, dann müsst ihr wirklich alleine spielen, weil was soll ich machen? Wenn es nicht geht, geht es. Erhöht die Chancen für mich. Wahrscheinlich geht es halt gar nicht, weil der eine Spieler drin ist und sich nicht starten lässt. Okay. Wir machen jetzt einfach nochmal neu. Ich habe gerade extrem keine Lust mehr. Da hat aber einer extrem Lust auf Mitspielen. So, letzter Versuch. Ich weiß jetzt wirklich nicht, woran es liegt. Tut mir leid, dass es jetzt irgendwie. Ja, jetzt geht's wieder. Tut mir leid, dass es jetzt irgendwie ein bisschen unnötig ist gerade. Ach, der nix. Ja, es ist. Aber bei euch entschuldige ich mich auch nicht. Damit das mal klar ist. So, Hauptmenü, total toll. Und von da aus gehen wir jetzt hoffentlich. Ja, okay, mein Controller geht nicht, dann macht ihr das mal bitte. Wer ist denn auf Player? Warum ist der denn jetzt kaputt? Wie kann der denn jetzt innerhalb von einer Sekunde kaputt gegangen sein? Versus Battle? Versus Battle. Genau, Versus drei Battle, Players, mach mal drei Players. Dann kommentierst du einfach. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Komm durch, Junge. Nimm Mitte und nimm jetzt einfach mal den zweiten von rechts. Oder nimm einfach den. Yo, Baby. Habe ich schon gesagt, dass ich das platt mache? So, auf, schnell drücken, gar nicht lange. Welcher bin ich denn überhaupt? Ich bin Player 1. Aber Blue Falcon gab es schon im ersten Teil auf dem Super Nintendo. Der heißt Captain Falcon. Sein das Schiff heißt Blue Falcon. Ja, ich weiß.
Das ist der Turbo. Ich habe den Fehler vorhin gemacht. Das ist Turbo. Nur gerade nochmal betont. Turbo ist Y, Alex GK auf Kosten der Schuldenergie. Schuldenergie. Meine Herren, der mit viel Turbo fährt, ist weniger Schuld. Jetzt will ich endlich losrasen hier. Oh, es ist eine riesige. Ja, ich bin auch andere Ansichten. Ich bin unten links. Der blaue. Ich bin oben links. Ich bin oben der rechts. Der gelbe. Ah, ich mache euch platt. Okay, also okay, wir haben oben Turbo links. Der ersten Runde, gell? Oben links Turbo, probiert's mal aus. Den gibt's eventuell auch nicht jetzt. Ich bin hier stark im Handicap, weil ich keine Brille auf habe und die sehen nur blau. Ah, also Eddie sucht wieder Ausreden und Felix. Felix ist oben links. Wer ist denn oben rechts? Ich bin oben rechts natürlich. Wer ist denn sonst rechts? Uah. Ja gut, zugegeben, das Handling. Ey, du Noob! Du Noob! Könnt ihr mal ein wenig leise sein, damit ich noch kommentieren kann überhaupt? Stößt mal einmal an, zweimal. So, ich weiß das nicht, die Steuerung ist natürlich krass. Ja, Alter, zu sensibel. Kann ich mich irgendwie konfigurieren? Okay, ich komme hier offensichtlich nicht mehr dazu, heute noch was zu sagen. Tatsache, also vor allem, dass wir in der Sendung nicht zugeschaut haben. Sonst wissen wir, dass die Steuerung schon so schlecht ist, dass du sie ganz moniert hast. Nein, ich habe nie gesagt, dass die Steuerung schlecht ist. Jetzt geht übrigens der Boost, also jetzt könnt ihr Y gedrückt halten. Lass doch mal lieber den Simon ein bisschen kommentieren, wer zurzeit führt. Ja, das ist einfach. Der Eddie, weil sonst hätte Eddie jetzt nicht gesagt, dass ich kommentieren soll. Oder? Du hast meinen gemeinen Plan durchschaut. Ja, Eddie führt, glaube ich. Was natürlich nur daran liegt, dass unten rechts niemand mitspielt. Hallo. Oh, das ist, was? Wo kommt der her? Patrick Felix ist gerade mehr oder weniger runtergefallen. Und Felix ist tatsächlich auf dem ersten Platz. Ihr müsst den Turbo mehr einsetzen und vor allem aufladen auf diesen roten Feldern. Oh. Und verdammt, ich bin runtergeplumpt. Also es läuft erstaunlich flüssig. Habe ich gerade wen überholt? Kann das sein? Ja, es ist nur wirklich, also das Handling, wie gesagt, wenn das Handling jetzt wirklich nicht so gut ist, ganz schrecklich, man weiß es nicht, aber zumindest wenn man sich damit auskennt, dann geht's eigentlich. So für Anfänger, ja, für Anfänger finde ich es ein bisschen schwierig, weil man eben auch einen kleineren Bildschirm aufnimmt. Und daran liegt es natürlich, dass der Felix es missfindet. Ich bin kein Anfänger. Nein, ich bin dann wieder voll vorbeigefallen. So, wir können ja nochmal kommentieren, immer noch Eddie, der zugegebenermaßen auf Platz 1 ist. Ey. Und gefolgt von schon mal einen Kaffee trinken. Kollege. Nur das klar ist, ja, bei Wipeout hätte nee, Felix, ich du bist gelb. Au, da habe ich das ja die ganze Zeit. Stimmt, Patrick noch ist sehr grün. Was sieht. Mensch, naja. Das war ja eine Spannung, ist kaum zu überbieten. Ach, Jungs, euch hole ich mir nochmal. War toll, das Spiel. Tolles ja. Spiel, echt. Schön, Jungs, super, ihr könnt jetzt gehen, weil... wir habt ihr aber auch alle gemerkt? Ich bin jetzt noch da. Du kannst noch ein Interview mit dem Ersten haben. Eddie, wie war es denn, so zu führen? Ist ja selten. Ich muss sagen, es war erstaunlich einfach. Ich glaub, sage nur, gecheatet. Du merkst, wer hat nicht mitgespielt? Der Chef. Ach, du hast nicht mitgespielt? Nein. Ich mir gar nicht aufgefallen. Ich könnte auch theoretisch mit meinem Geist spielen, aber... Du kannst auch mit anderen... Der Jedi Mind Trick? Ja. Jedi du, ich Mind geh da mal in meinen Bereich und tu so auch mal vorbereiten. Ich muss auch, Herr Thüm.